Beim Herumspielen mit der Problematik Vereinigen von mehreren Flächen zu einer Fläche bin ich auf so ein paar Effekte gekommen. Wollte ich mal zeigen, wir haben hier zwei Lofts und ich möchte die verbinden. Und wie das so ist, passen die jetzt auch nicht ganz genau zusammen. Die hängen hier ein bisschen in der Luft drin. Und die Lofts, die sind eigentlich gestützt auf diese vier Sketche. Jeweils zwei Sketche bilden einen Loft. Und ich könnte jetzt alle vier Sketche einfach zu einem großen Loft zusammenfassen. Dann kommt sowas raus. Eine ist natürlich, dass hier diese Übergänge beim Loft so approximiert werden. Das heißt, da gibt es immer mal, wenn das nicht genau passt, irgendwelche so Seiteneffekte. Im schlimmsten Fall haut es uns das Modell um die Ohren, wenn so eine Delle drin ist. Und die zweite Sache, was auch wenig schön ist beim Loft, ist, ich zeige das mal, wenn ich die beiden ursprünglichen Komponenten einbringe, dass durch die Verfahren hier eine Approximationskurve geschrieben wird. Und das ist ja immer ein Polygon und die muss dann irgendwie durch die Kurven durchgehen. Und da gibt es so richtig garstige Beulen, was meinem Empfinden nach nicht sehr elegant ist. Und ich habe jetzt den Algorithmus jetzt mal so ein bisschen geschrieben, wenn ich beide Lofts miteinander verbinde, blende ich das nochmal aus, also die beiden Stücken hier, wenn ich die miteinander verbinde, mit einer leicht modifizierten Version, dann wird hier ein neues Teil ausgerechnet und dieses Teil ist etwas anders. Es ist erstmal näher an den beiden Lofts dran als der Loft über alle B-Splines. Also nochmal hier über alle Sketche mit den B-Splines drin. Das ist Loft, reine Loftkultur und das hier ist das andere Verfahren. Das liegt also schon mal näher dran. Zweite Sache ist, ich habe auch hier in den Kurven nicht so böse Auslenkung. Ist natürlich immer noch eine Delle drin. Klar, wenn das so ist, das kennt man auch, wenn man das mit Material macht, dann gibt's hier immer so ein bisschen Geknitter. Man muss dann halt überlegen, will man das Modell hier verändern oder kann man damit leben? Und das andere, was wir jetzt sehen, ist eine einzelne Fläche. Das heißt, auch wenn ich mir hier das mal anschaue, dann ist es eine schön geformte Struktur für das B-Spline-Surface. Die Pole liegen recht ordentlich zusammen. Im Unterschied dazu nochmal, wenn ich den vereinigten Loft mir anschaue, wenn ich dort drauf klicke, dann sehe ich, dann haut es diese Pole hier ganz schön in der Gegend rum. Und das geht natürlich alles numerisch, aber es ist einfach für das spätere Nachbearbeiten und Draufsetzen wieder so ein Problem.